Um ein Video für Ihren iPod zu konvertieren, benötigen Sie Zusatzsoftware wie zum Beispiel Videora iPod Converter. Das Programm ist komplett kostenlos und den Download-Link finden Sie in der Beschreibung. Im nachfolgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Konvertierung mit diesem Programm durchführen. Also zuerst müssen Sie den Videora iPod Converter natürlich starten. Per Doppelklick auf Ihren Desktop öffne ich das Programm. Oben in der Leiste sehen Sie dann Home, Convert, Settings und Help. In den Settings können Sie einstellen, welchen iPod Sie verwenden. In meinem Fall einen iPod Nano der dritten Generation. Da gibt es aber auch jede Menge andere Auswahlmöglichkeiten. Unter Convert gehen Sie dann auf Videofile, Normal Mode. Dann wählen Sie Ihre Videodatei aus, die Sie konvertieren wollen. Dann müssen Sie den Ausgabeordner wählen, wo die konvertierte Datei dann hinkommen soll. Dann können Sie noch den Titel Ihres Videos ändern. Muss man aber nicht machen, dann wird einfach der alte Titel übernommen, sonst. Und dann halt noch die Videoqualität einstellen. Da wird Ihnen dann unten in der Grafik auch direkt angezeigt, wie groß das Video ungefähr ist und wie gut die Qualität ist und wie lange das Programm ungefähr brauchen wird. Dann brauchen Sie nur noch auf Start Converting klicken, um die Konvertierung zu starten. Und dann View Conversion in Progress, damit Sie sehen können, wie weit die Konvertierung fortgeschritten ist. Dann Show Conversion Details zeigt Ihnen halt die weiteren Details an. Und das wird jetzt eine ganze Weile dauern, deswegen spulen wir jetzt mal vor. Noch so ein kleiner Tipp am Rande, wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Konvertierung angelangt. Das Programm bindet das konvertierte Video direkt in iTunes ein, das brauchen Sie also nicht mehr selber importieren. Ist auch ganz vorteilhaft. Man braucht einfach nichts mehr selber machen, macht das Programm alles alleine. So. Dann zeigt es mir aber oben auch an, Adding Converted Video to iTunes Library. Dann öffnen wir iTunes auch mal. Da muss ich eben meinen iPod andocken. Dauert jetzt einen Moment. So, da ist er. Und iTunes hat ihn auch schon. Gut, dann klicke ich jetzt einfach unter Geräte auf meinen iPod. Dann auf Filme. Dann zeigt er mir auch direkt schon das Video, was ich gerade konvertiert habe, an. Das muss ich dann einfach nur noch auswählen und auf Anwenden klicken. Und schon kopiert er das auf meinen iPod. Dann sagt mir iTunes, iPod Sync abgeschlossen und dann bin ich auch wirklich fertig, dann ist das Video auf dem iPod drauf. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Das war's jetzt von mir. Bis dann.